wenn uns dann der ein oder andere Spieler verlässt, kommt der ein oder andere neue Spieler dazu und dann müssen wir versuchen, den so schnell wie möglich zu integrieren. Insgesamt war es gut. Wir wollten gerade im Offensivbereich wollten halt viele Chancen erspielen, Tore machen, Erfolgserlebnisse für die Jungs auch schaffen. Ich glaube, das haben wir auch hinbekommen. Ich glaube, das eine oder andere Tor hätten wir mehr machen können. Ja, prinzipiell ist es schon mal gut, wenn du zu Null spielst und es ist auch gut, wenn du Tore machst. Es ist halt auch nicht leicht, gegen einen tiefstehenden Gegner immer wieder Chancen herauszuspielen. Das ist jetzt unabhängig von der Liga. Aber ich finde, dass die Jungs das ganz gut gemacht haben für das erste Spiel, was wir jetzt hatten. Und jeder hat seine Spielzeit bekommen. Das ist auch wichtig, dass jeder seine 45 Minuten Spielzeit bekommen hat. Wir sind noch nicht so richtig im Tritt, waren jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen müde von der Trainingswoche, weil wir viel trainiert haben. Aber es ist okay. Zum Reinkommen war es, glaube ich, ganz gut. Man hat natürlich gesehen, dass der ein oder andere Fuß noch nicht so eingestellt ist, wie er einzustellen ist. Und dementsprechend glaube ich, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben. Aber so zum Reinkommen war es okay. Ja, man hat schon gesehen, die Positionierung, die wir dann auch während des Spiels hatten, dass das dann immer wieder Möglichkeiten geschaffen hat nach vorne. Das haben die Jungs auch ganz gut eingehalten. Aber es braucht halt Zeit. Es wird nicht von jetzt auf gleich gehen. Die letzte Saison zu verarbeiten. B, mit dieser neuen Art Fußball zu spielen, sich daran zu gewöhnen. Die Jungs haben schon einiges kennengelernt, aber alles ist natürlich noch nicht dabei. Aber ja klar, wenn du gegen tiefstehende Gegner spielst, musst du natürlich auch versuchen, über die Flügel zu kommen und da 1-gegen-1-Situationen zu schaffen. Und das haben wir heute auch probiert. Ja, ich glaube, das jetzt heute den einen oder anderen rauszuheben, das macht wenig Sinn. Also ich glaube, dass insgesamt jeder hat die Möglichkeit bekommen, heute mal 45 Minuten zu spielen und sich mal darin zu testen, was wir denn im Training gemacht haben, jetzt in dem Wettkampf. Und ich finde, dass es alle ganz ordentlich gemacht haben. Es ist ja auch wichtig, dass wir trainieren und dass wir arbeiten. Und es ist auch wichtig, dass die Jungs halt sehen, dass es dann vorangeht und dass wir uns auf die Arbeit dann und auch auf das Neue konzentrieren, um einfach auch das Alte dann zur Seite zu schieben. Wir müssen halt nach vorne gucken. Und die Jungs haben diese Woche gut gearbeitet und hart gearbeitet und haben heute im Testspiel, glaube ich, oder im Wettkampfspiel nochmal gezeigt, dass sie einige Dinge davon gut umgesetzt haben. Aber das wird so weitergehen. Ja, ich glaube, dass man offensiv schon das eine oder andere gesehen hat, dass wir uns ja auch zu den Toren noch sehr viele Chancen erarbeitet haben. Und ich glaube, dass das schon gut war nach vorne hin. Nach hinten, glaube ich, defensiv können wir viele Sachen besser machen. Und was mir halt gefehlt hat, ist halt die Konsequenz vorm Tor. Also du musst halt auch dann, wenn du die Chancen hast, dann musst du viel mehr Tore draus machen. Das ist einfach so. Wir können es halt nur nicht von jetzt auf gleich lösen. Das ist halt einfach so. Wir wissen um dieses Problem, alle im Verein wissen um dieses Problem. Und wir im Trainerstab wissen auch um dieses Problem. Aber wir werden es halt so handhaben, wie als ob wir die Mannschaft übernehmen, machen mit denen die komplette Vorbereitung, dass alle dann dabei sind. Und wenn uns dann der ein oder andere Spieler verlässt, kommt der ein oder andere neue Spieler dazu und dann müssen wir versuchen, den so schnell wie möglich zu integrieren. Deswegen haben wir auch von vornherein gesagt, dass wir einen Wiederaufbau betreiben müssen und wir dürfen nicht über den Wiederaufstieg sprechen, sondern erstmal einen Wiederaufbau betreiben. Und wir brauchen eine Basis mit einer Mannschaft, mit der wir dann arbeiten können und dann können wir über unsere Ziele sprechen. Na, das ist gar nicht so leicht ist im Moment, da so klar einen zum Kapitän zu machen. Wir wissen ja alle, wie die Situation ist und wie vielleicht auch diese Fluktuation im Kader sein wird. Und dann ist es natürlich auch schwierig. Also für mich war es das Einfachste, die Torhüter als Kapitän aufzustellen. Im Moment sind wir einfach in der Situation, wo wir sowieso zu keinem Spieler was Hundertprozentiges sagen können. Wir müssen das einfach mal auf uns wirken lassen. Die Spieler müssen das auf sich wirken lassen und da müssen wir halt schauen, was die Zukunft ergibt. Also es ist halt einfach eine ganz schwierige Situation, die Kaderzusammenstellung. Und deswegen da Wasserstandsmeldungen abzugeben und zu sagen, ja, der bleibt auf jeden Fall oder nee, der wird auf jeden Fall den Verein verlassen. Ich glaube, das können wir auch wenig bei Spielern sagen im Moment.